Willkommen zurück zu einer neuen Folge von StarCraft 2 Wings of Liberty. Okay, wir haben jetzt mit den Leuten soweit gesprochen hier. Wie gesagt, ich kann noch einmal kurz das Missionsarchiv zeigen. Da haben wir dann die bisherigen Missionen, die wir gemacht haben. Und auch wie gut wir das halt alles abgeschlossen haben hier. 25 haben wir noch. Schauen wir uns direkt mal die Sternkarte an. Wir haben ein Notsignal vom Planeten Agria erhalten. Eine der Kolonien dort wird von den Zerg angegriffen. Unser Knastbruder Tychus hat uns eine neue Mission organisiert, bei der wir ein weiteres Artefakt bergen müssen. Es befindet sich auf der Protoss-Schreinwelt Monlith. Ja, das fand ich damals irgendwie auch gar nicht so toll. Also ich fand es beim Original StarCraft auch ziemlich cool, dann hinzugehen und dass man, ja, das ist halt alles dann nacheinander und linear abgelaufen ist die Mission. Hier haben wir zwischendurch immer mal die Möglichkeit zwischen, ich glaube, ein bis drei, zwischen zwei oder drei Missionen zu wählen. Ich weiß nicht, warum mich das damals so gestört hat. Irgendwie, es war halt anders als beim Original. Und hier unser Freund Matt Horner, der kam damals mal in einem der StarCraft-Bücher vor. Ich habe mir die mal vor einer ganzen Weile gekauft. Als ich damals nach Köln gezogen bin und die Wohnung die ersten Monate kein Internet hatte, da habe ich dann auch mal wieder ein bisschen mehr gelesen, beziehungsweise überhaupt noch gelesen. Und die waren, glaube ich, auch ganz witzig, die Bücher. Also teilweise halt einfach nur in dem Universum angesiedelt. Das eine Buch war eigentlich eine Nacherzählung von StarCraft oder StarCraft Brood War. Irgendwie aus einer anderen Sicht. Und in irgendeinem war dann, glaube ich, auch dann hier der Matt Horner vorgekommen. Gut, dann holen wir uns vielleicht zuerst mal das Artefakt. Die Jungs von Möbius meinen, dass es noch ein Artefakt auf einem Planeten namens Monlith gibt. Angeblich wird es von Protoss bewacht, von Fanatikern, die sich Tal'Darim nennen. Jetzt werd aber nicht sentimental, weil du meinst, dass diese Tal'Darim deine alten Protoss-Kumpels sind. Das sind sie nämlich nicht. Okay, dann können wir gegen Protoss mal wieder kämpfen. Oder halt überhaupt mal. Haben wir bisher noch gar nicht. Da ist es, Jimmy. Genau wie die Typen von Möbius gesagt haben. Leicht verdientes Geld. Ich weiß nicht. Verdammt viele Protoss da unten. Vielleicht sollten wir... Was zur... Warnung. Mehrere Zerg-Biosignaturen entdeckt. War ja klar. Diese Viecher haben sich einfach da unten versteckt und gewartet. Keine Ahnung, aber jede Wette. Die sind aus dem gleichen Grund hier wie wir. Das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter. Wir können schlecht zwei Armeen auf einmal bekämpfen, Partner. Mit ein bisschen Glück brauchen wir das auch nicht. Wir müssen den Bereich am Schrein nur lange genug halten, bis das Artefakt geborgen ist. Also landen wir hier und schießen uns dann einen Weg durch die Protoss rein, während sie mit den Zerg beschäftigt sind. Ist nur eine Frage der Zeit, bis die Protoss von den Zerg überrannt werden. Und bis dahin sollten wir längst weg sein. Na gut, dann schauen wir uns das doch mal an. So. Ihr baut mal da ab. Wir bauen noch ein paar neue. Kommt noch was? Bauen wir uns erstmal noch hier auf. Die Zerg sind gegenüber den Streitkräften der Protoss stark in der Überzahl. Es ist wahrscheinlich, dass die Protoss in Kürze besiegt sein werden. Dann haben wir nur eine Möglichkeit. Wir müssen zu dem Artefakt vordringen, bevor die Zerg alles überrannt haben. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ja. Muss ich mal gucken, dass wir hier... Oh, wir können theoretisch schon mal... Warnung. Protoss-Hetzer sammeln sich in der Nähe unserer Basis. Oh.
Empfange Übertragung. Ich hab da was Neues für dich, Cowboy. Marodeure. Die neueste Errungenschaft in Sachen mächtiger Badabum. Bin mir nicht sicher, ob gerade die beste Zeit für Experimente ist, Swan. Ach was, eine bessere Zeit dafür gibt es nicht. Lass die Marodeure doch mal auf diese Hetzer los und guck dir an, was passiert. Gleich Knall. Okay, so. Geht so. So, schwere Infanterie, panzerbrechende Granaten. Ist ja auch nicht verkehrt. Liebe zu geben. Ja, das haben wir doch alle. Geht auf mich. Nicht genügend Mineralien. So, wir müssen noch ein paar WWS ran. Und dann wird hier gleich mal angefangen zu produzieren. Oh, ein Protoss-Relikt. Ihr könnt ja, glaube ich, springen, oder? Verstanden. BBF einsatzbereit. Auf jeden Fall. Ah, ne, das waren andere. Ihr fangt dann auch direkt hier an zu bauen. Okay. Also abzubauen. Baut mir bloß nicht so ab. So, wir hatten da diese ein paar Marodeure. Dann. Ach, wir haben ja auch schon genug Leute da. Sehr schön. Da kommen wir uns ein paar Space Marines ran. BBF einsatzbereit. Du kannst hier gleich mal mitkommen und eine Runde bauen, Kollege. Wenn du jetzt gleich fertig bist. Was nicht passt, wird passend gemacht. So, komm mal her. Durchgeladen und entsichert. Brauchen wir da vielleicht noch eine Kaserne nebenher? Ich glaube, eine Nebenmission war es, diese ganzen Brutus-Relikte irgendwie noch einzusammeln. Von daher sollte ich mal gucken, dass ich vielleicht noch eine einigermaßen funktionierende Streitkraft gleich aufbauen kann. Ach, Raketentürme gehen mittlerweile auch. Cool. Nicht genügend Mineralien. Na, baut mal noch mehr ab. Nicht genügend Mineralien. Ach, kosten die 100. Nicht genügend Mineralien. Scheinbar. Na komm, bringt mir die 100. Bringt mir die 100. Ja, so ist fein. Genau. Jawohl, jawohl. Warnung. Eintreffende Angriffswelle der Zerg geortet. Ja, wie gesagt, ich kann mir leider nicht allzu viel Zeit lassen. Aber ich muss jetzt hier mal langsam anfangen und, Worauf soll ich ballern, Sir? Ach so, die greifen mich an. Dann wird es, glaube ich, auch gleich mal Zeit für Bunker. Da wäre auch noch so ein Zerg-Artefakt. Protoss-Artefakt, sorry. Depots. Ja, die werden noch gerade gebaut. Kann's kaum noch erwarten. Ach, weißt du was? Ich gehe mir mal gerade das Ding da unten holen. Aber sicher. So. Das gibt Todesforschungspunkte. Warum nicht? Na, ich glaube, da sollte ich noch nicht drüber. Sehr gut. Komm, ziehe ich dich mal kurz ab und baue hier noch ein paar Bunker hin. Einmal dahin. Und einmal dahin dann. So, was haben wir da? Das Tech-Labor. Dann hätte ich da gerne einen Reaktor. Nicht genügend
Ja, und wir fangen dann mal an zu produzieren. Was kostet so, Madämmchen? 100. Frauen, immer so teuer. Ich glaube, wir können auch Marodeure da reinpacken, oder? Kann das sein? So, dann hätte ich aber halt ganz gern erstmal meine Basis einigermaßen gesichert. Ich glaube, wir werden auch nicht umsonst Raketentürme gekriegt haben. Wahrscheinlich gibt es hier dann auch gleich noch fliegende Einheiten. Bevor ich dann eben... Okay, du kannst auch da rein. Nimmst halt auch zwei Plätze in Anspruch. Kannst kaum noch erwarten. Worauf soll ich warten? Marodeure könnten wir auch machen. Dann würde ich mal gerade zwei Marodeure hier fürs Dings machen. Machen wir mal drei draus. Und hier können wir dann einfach schnell Space Marines ausbilden, wenn wir denn halt genug Mineralien hätten. Apropos nicht genug Mineralien, was brauchen wir dafür? Ein Maschinendock. Dann komm. Jetzt geht's rund. Noch geht das ja alles einigermaßen. So. Überstunden. Bereit machen, Jungs. Durchgeladen und... Ich hab so viel Liebe zu geben. Sag an, Mann. Kann's kaum noch erwarten. Eins, zwei, drei, vier. Bereit. Na, hat's doch gelohnt, gerade jetzt mal den Bunker zu besetzen. Worauf soll ich ballern, Sir? Nicht genug. So, holen wir vielleicht noch irgendwie zwei, drei Madämmchen mit. Also Heildamen. Dann könnte ich, glaube ich, mit der Truppe schon mal ein bisschen raus. Hast du dich hier wieder festgesetzt? Nee, gut. Dann kannst du wieder abbauen. Und du baust hier noch ein bisschen an Türmchen. Vielleicht da noch irgendwie. Wohl, ich glaube, da sieht es relativ ruhig aus. Na, wir werden sehen, von wo sie nachher angreifen. Na, fehlt hier noch ein Space Marine. Ich denke, so fürs Erste sollte das dann auch mal passen. Habe ich jetzt schon mal Dämmchen produziert? Nein, ich habe noch keine Frauen produziert. Naja, ich brauche noch Depots. Jawohl! So. Benötige weitere Depots. Ja, bin dran. So, warten wir noch, dass das eine Madämmchen fertig wird. Ich glaube, dann können wir aber schon... Na, ich warte noch ein bisschen. Ich schicke die erstmal los. Zum Einsammeln. Und dann schauen wir halt mal weiter. Achso, ich muss warten. Na, nee, dann doch nicht. Du kannst nachkommen. Das können wir später zerlegen. Ich würde jetzt erstmal ganz gerne runter. Positiv. Immer mit der Ruhe. Okay, die werden mitgeheilt, sehr schön. Geht klar. Dann zerlegt er hier unten gerade mal eine Runde. Du darfst hier mit.
aber sicher in die Einheit aufgenommen werden und wir produzieren direkt mal nach. So, bräuchten halt noch ein paar. Was nicht passt, was hast du gemacht? Nee, kein Bunker. Was war das? S, glaube ich. Ich bin schon unterwegs. Wegen Supply wahrscheinlich. Bereit machen, Jungs! Warum nicht? Los, los, los! Wird gemacht! Dann holen wir uns mal noch das Artefakt hier. Sterbt mal schön. Hätten wir schon mal zwei von den Forschungspunkten. Jetzt geht's rund. So, guck mal, wo der Rest noch abgeblieben ist. Dann können wir gleich schon mal anfangen, hier ein bisschen aufzuräumen. Bingo! Jetzt gerade nicht, danke. Ich möchte gerade nicht spielen. So, hier können wir noch mal ein bisschen nachrüsten mit den Leuten. Und natürlich auch noch eine Runde aufräumen. So, das ist halt auch ganz praktisch. Sobald die Pylonen zerstört sind, gehen halt alle Einheiten offline. Durchgeladen und entsicher. Selbstverständlich. Sicher. So, dann zerlegen wir mal die Pylonen hier außerhalb der Reichweite soweit. Ich hoffe mal, dass wir einigermaßen außerhalb der Reichweite sind. Na, da habt ihr euch ein bisschen weit vorgewagt, Kinas. So war das nämlich eigentlich nicht gedacht. Naja. Sicher. Passt schon. So, Kontrollpunkt, das ist nett. Ich kümmere mich drum. Der Doktor ist da. Da wäre noch ein Artefakt oder ein Relikt. Befehle erhalten. Dankeschön. Warum nicht? Roger. Fehlt halt noch eins. Selbstverständlich. Bingo! Ich hoffe, das ist dann da oben irgendwo. So, mehr Nachschub. Mehr Spaß. Oh, das sieht nach Basis aus. Okay, Feuer frei. Wahnsinn! Freu mich schon drauf! Wird gemacht! So, da kann ich tatsächlich gerade mal ein bisschen Nachschub gebrauchen. Kann's kaum noch erwarten. Selbstverständlich. So, alle schön mitkommen bitte. Positiv. Zerlegen wir das hier mal. Genau, und hier wird noch fleißig weiter produziert. Sehr gut. Es geht los. Natürlich geht's das. Bereit machen, Jungs. Selbstverständlich. So, das können wir jetzt alles hier mal gemütlich zerlegen. Mit der Ruhe. Warum nicht? Abmarschbereit. Bingo. Ist das hier das letzte Relikt? So, dann warten wir noch, bis das hier abgeklungen ist. Wahrscheinlich sollten wir uns da auch noch einbunkern, oder? Geladen und entsichert. Ich hole mal gerade drei WBFs mit.
So, packen wir dich mal dahin. Wenn die Basis zumindest rudimentär. Und die halten sich noch ein, oder? Wie viel haben die jetzt schon hier eingenommen? Ich weiß, scheint es noch einigermaßen zu halten hier. Ist das jetzt das Relikt oder nicht? Ja. BBF bereit. Genau, ihr könnt da mal mitkommen. Kann's kaum noch erwarten. Dann werden wir uns hier dann, glaube ich, mal... Ich glaube, wir werden wahrscheinlich, ein WBF brauchen. Kapiert. Um, das abzubauen eventuell. Wir werden sehen. Kommt noch was? Geht klar. Kann's kaum noch erwarten. Was zur... Ja, da gibt es ein bisschen Ärger. Ich habe ein paar Leute runtergeschickt, um das Artefakt abzuholen. Wir haben, was wir wollten. Jetzt nichts wie raus hier. Ich hatte ganz vergessen, wie einfallsreich du sein kannst, Jim. Sei dir sicher, den Fehler mache ich kein zweites Mal. Kerrigan. Alles klar, ich muss mir, glaube ich, mal angewöhnen, erstmal die Nebensachen zu machen und dann auf die Hauptmission zu gehen. Okay, damit haben wir das erledigt. Und leider ein Relikt. Die sind, glaube ich, also die Punkte sind gar nicht mal so unwichtig. Also da macht es tatsächlich, glaube ich, Sinn, die noch alle mitzunehmen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Von daher, nächstes Mal einfach erst auf die Nebenmission fokussieren und dann auf die Hauptmission. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.